Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur Vorstellung eines, ach, man könnte fast sagen, ganz besonderen Schiffes. Das, was ihr hier seht, das könnt ihr schon in eurem Hafen sehen. Das ist optisch zumindest eine Marco Polo, ein Traumschiff der italienischen Marine. Wargaming gibt es einen, einen möglichen Entwurf der 1930er Jahre, eine Weiterentwicklung der Vittorio Veneto. Naja, wie gesagt, ein Traumschiff, das historisch nie gebaut worden ist, natürlich. Das hier ist aber nicht die Marco Polo, nein, das ist die namentlich geänderte Giuseppe Verdi. Und die zwei Schiffe sind sich sehr, sehr ähnlich, aber sie sind sich auch wieder sehr, sehr unähnlich. Und das ist durchaus interessant, aber dazu gleich mehr. Wichtig ist, ihr könnt dieses Schiff ab dem 23. Dezember kaufen, nämlich für Dublonen, für ganz einfache und unkomplizierte 19.300 Dublonen im Premium-Shop oder eben für Echtgeld, also in der Waffenkammer für Dublonen und für Echtgeld im Premium-Shop. Günstig wird es nicht sein. Deswegen ist die Frage, was kann dieses Schiff oder was sollte es können, dass es 19.300 Dublonen rechtfertigt, wenn wir doch schon die Marco Polo haben. Wir wissen, die Marco Polo hat SAP-Munition in den Hauptartilleriegeschützen, 406 mm und dadurch gar keine schlechte Penetration mit den Dingern. Da, wo die 380er nicht ausreichen, da reichen die 406er aus. Wir haben bei der Marco Polo 1,9 Sigma und wir haben noch SAP-Munition. SAP-Munition mit über 13.000 Alpha. Tja, was soll ich sagen, das alles haben wir bei der Giuseppe Verdi nicht, aber wir haben andere Dinge. Und ihr hört schon, ich bin ein bisschen, ich will nicht sagen aufgeregt, aber ich bin amüsiert. Wir haben hier zuerst die Panzerung der Giuseppe Verdi. Und ja, es ändert sich nichts. Also gar nichts. Das ist die Panzerung der Marco Polo in allen Einzelheiten, mit ihren ganzen Vorteilen, wie zum Beispiel, dass wir 55 mm Deck und 70 mm Panzergürtel hier haben. Das bedeutet, hey, macht hier so gut wie keinen Schaden, außer man fährt brutale Kaliber oder man wird von Schlachtschiffen mit Hai beschossen. Außer die Superstructure, die relativ klein ist, auch ein Vorteil. Ne? Geringe Silhouette der Superstructure. Von der Seite auch. Es ist nicht viel zu treffen, nicht viel, was Spaß macht zu beschießen. Das ist wunderschön. Nur vorne die 32 mm und hinten die 32 mm sind vulnerabel für HE-Beschuss von normalen Kreuzern, die nicht auf absurde Arten und Weisen geskillt werden, die sich niemals auszahlen, oder eben von Schlachtschiffen, wie wir sie alle hassen. Kommen wir zur AP. Ja, die AP ist auch wieder so ein Fall, denn wir haben nur die 460 mm, die uns hier overmatchen können und darüber natürlich, aber das muss ja nicht genannt werden, wir bekommen dann ja Satsuma und Hannover und wir haben die Shikishima und wir haben, ja, Yamato Musashi, ihr kennt alle die üblichen Verdächtigen. Deswegen gerne mit Kaliber hier definiert 460 mm plus. 457 mm reichen nicht aus. Und für die 460 mm haben wir in der Theorie hier noch eine bisschen zu kurze Blende, ein Zitadellenblech, wie ich es gerne nenne. Wargaming gibt es mit Bugpanzergürtel an. Denn wenn wir das wegmachen, dann sehen wir, es deckt nicht alles ab von der Zitadelle. Und wenn wir schon so viel zeigen, damit wir das alles abdecken, was theoretisch treffbar ist, dann haben wir ein ganz, ganz anderes Problem, nämlich einen Winkel, der fast schon groß genug ist, um generell immer zu penetrieren. So, wichtig bei der Panzerung ist noch zu erwähnen, das eine Problem, das alle italienischen Schiffe haben. Denn wenn wir uns einmal hier die Frontal, also den Querschnitt des Schiffes ansehen, danke Gehirn, vorne vor den Türmen, dann sehen wir hier die Zitadelle. Die Zitadelle ist, man könnte schon fast sagen, mit der Kasemattenpanzerung hier Turtleback ähnlich angeordnet. Und das stimmt auch. Aber das Problem ist, dass wir hier 320 mm haben. Also alles, was von den 320 mm nicht aufgehalten werden kann, dem ist auch die Turtleback-Anordnung egal. Und alles, was der Turtleback-Panzerung hier nicht egal wäre, ist den 320 mm egal, weil das zu dick ist. Was ich meine ist, wir haben einen Fehler hier. Der Winkel sollte passen, aber wenn wir das Schiffchen drehen und hier einmal sehen, wir haben 25 mm Deckpanzerung der Kasematte. Und wenn wir die wegnehmen, sehen wir auch, das ändert sich nicht auf der Zitadelle. Wir haben hier 25 mm. 25 mm bedeutet, dass anstelle
dass kein Overmatch oder keine Penetration möglich ist, um in die Zitadelle zu kommen und das Geschoss abprallt und in die Kasematte gelenkt wird, damit nur schwerer Schaden entsteht, hier die Möglichkeit besteht, dass das Geschoss in die Zitadelle geht und nämlich alles ab 380 oder alles über 356 mm, muss man ja mittlerweile fast sagen, overmatcht. Sprich, wenn wir hier durchkommen, wird das ignoriert und die Zitadelle wird getroffen und dann gibt es ein Problem, weil keine Winkelabfrage zustande kommt. Das ist das, was alle Italiener, oder das Problem aller Italiener. Der Vorteil natürlich, wenn wir sie nochmal wegnehmen, ist, die Zitadelle ist sehr, sehr tief und naja, man hat hin und wieder Glück mit der Streuung. Breitseite zeigen sollte man nicht, das ist immer das Beste, was man machen kann. Die Überlebensfähigkeit, 69.100, die Panzerung muss herhalten, das bedeutet auch, die Marco Polo überlebt quasi dank der Panzerung nicht mehr Trefferpunkte. 27% Torpedoschutz sollte auch ident sein. Die Artillerie. Die Artillerie ist das Spezialkind hier. Wir haben hier nämlich nicht SAP und AP, wir haben HE und AP. Und davon leider ziemlich beschissene Varianten. Wir haben eine gleiche Streuung, obwohl wir nur 19,1 km haben, die andere hat 19,2, aber sind 253 zu 254 Meter. Wir haben 19,1 km Reichweite, wir haben ein Sigma von 1,7, das ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, tragischer Natur ist, aber man trifft nicht so viel wie mit der Marco Polo. Wir haben stattdessen, naja, gewöhnliche HE und schlechte AP. Ja, richtig gehört. Wir haben hier die angegebene 5700 HE Alpha, 68 mm Penetration, ne, von den 406 mm, wir haben 36% Brandwahrscheinlichkeit. Wir haben AP mit 12.600, also geringer als die AP der, naja, Marco Polo und fast so wie Bismarck, 380 mm. Aber na gut, so ist es halt. Wir haben normale Winkel, 45 bis 60 Grad, also auch da nichts Besonderes, man könnte sagen, langweilig, was das betrifft. Aber, und hier kommt der Knüller quasi, das, was der Seller der Giuseppe Verdi im Vergleich zur Marco Polo sein könnte, zum Vergleich der ganzen italienischen Linie, einer davon nennen wir es. Wir haben Sekundärartilleriebewaffnung, die bei 7 Kilometer beginnt. Reichweite. Es sind eigentlich 6,95, aber es ist im Spiel angegeben mit 7 Kilometer, deswegen wollen wir das auch haben. Wir kommen auf 10,5 Kilometer schlussendlich und das Besondere ist nicht die Reichweite, das Besondere ist, wir haben SAP-Munition. Da habt ihr richtig gehört. Das, was wir auch bei der Napoli zur Verfügung haben, haben wir hier jetzt mit einer besser gepanzerten Version, einem Schlachtschiff der Italiener. Das, was ich mir gewünscht habe von Anfang an bei den Italienern und vielleicht 32 mm oder 35 mm oder 38 mm Zitadellenschräge Panzerung. Und diese Sekundärartilleriegeschütze, ein richtig geiles Feature. Geil, ja, passt. Denn wir haben, wie immer, die 90er drauf. Wir haben 12x2 90 mm und ihr seht schon, wir haben einen Panzerungsdurchschlag von 26 mm. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß auf Stufe 9. Es müssen mindestens 32 mm sein. Oder lass es 30 mm sein, damit wir Kreuzer noch besser beschädigen können. 26 mm reichen nicht mal für schwere Kreuzer, Bug und Heck. 27 mm braucht es dafür. Aber die schießen mit maximalem Damage 2000, ja, mit Sigma von 1. Und einer Genauigkeit von 427 Meter auf 7 Kilometer, also nicht sehr genau, immerhin alle 4 Sekunden. Die 152 mm, davon gibt es 2x3 auf beider Seite, also 4x3, die schießen alle 10 Sekunden. Dafür mit 3950 Maximum Schaden, 59 Meter pro Sekunde, also sind ziemlich gerade. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Also es ist nicht nur schwierig mit der Genauigkeit, sondern auch sie effektiv zum Einsatz zu bringen und sie effektiv zu die richtigen Ziele zu bringen. Denn im Gegensatz zur Napoli möchte man damit unbedingt gegen die Rees kämpfen, aber das wären die idealen Ziele und die Kreuzer, die sind schon fast zu gut gepanzert. Gegen die möchte man kämpfen, denn das wären die idealen Ziele für den Rest des Schiffs, nur nicht für die Haupt-, nur nicht für die Sekundärartillerie. Und gegen Schlachtschiffe, ja, da wird es besonders schwierig, außer zeigen Breitseite, haben große Superstructure und man freut sich. Ansonsten, naja, wie gesagt, die 152 mm, ja, das ist vollkommen okay. Ich kann auch noch einmal hier den Wert zeigen, nicht damit es heißt, ich habe es nicht gemacht. Denn die haben 42 mm Pen und das ist sexy. Der Luftschlag.
naja, unspektakulär und ist gerade in Änderung begriffen. Leider, da müssen wir abwarten, wie es ist. Deswegen will ich keine weiteren Informationen rausgeben. Momentan sind es zwei Angriffsgruppen, 2000 Trefferpunkte, das Flugzeug, 6 Bomben pro Flugzeug. Verfügbar, also Flugzeuge in Angriffsgruppe sind auch 2, also 12 Bomben mit 3700 Höchstschaden. Aber wie gesagt, Maximalreichweite ist 10 und das ist noch in Änderung begriffen. Die Flak, da haben wir 8 Granaten, das ist nicht schlecht, und wir haben kontinuierlichen Schaden von 324. 207 ist die Kurzstrecke, Mittelstrecke ist 200 und Langstrecke ist 196. Das sind tatsächlich brauchbare Werte für alle drei Reichweiten. Allerdings ist die Maximalreichweite 4,6 Kilometer. Das ist das kleine Manko. Aber es ist Stufe 9 und es ist vollkommen okay. Die Manövrierbarkeit ist komplett identisch zur Marco Polo. Also wenn ihr die fahrt, dann werdet ihr die Höchstgeschwindigkeit kennen, ihr werdet den Wendekreisradius kennen. Das Einzige, wo ihr euch wundern werdet, ist, bei der Marco Polo haben wir 16,7 Sekunden und hier haben wir 16 Sekunden Ruderstellzeit. Ein Umstand, den man tatsächlich, will nicht sagen bemerkt, aber positiv anmerkt. Und die Verborgenheit ist, ja, ist halt wie bei einem großen Schiff, die Verborgenheit ist, wenn man nur auf einmal Consumments killen kann, ist es schwierig. Aber sie ist identisch zur Marco Polo und wenn sie euch da gereicht hat, dann reicht sie auch bei der Giuseppe Verdi, obwohl anders zu spielen. Aber das ist ja nicht der zweite Selling Point des Schiffes. Der zweite Selling Point ist, wir haben hier die italienisch typischen Abluftnebelerzeuger, die wir in voller Fahrt benutzen können, für 60 Sekunden. Das ist gut. Das ist sehr gut und das ist sehr praktikabel für die Sekundärartillerie, die wir darin theoretisch einsetzen können. Und wir können ein komplettes Cap damit cappen. Der Heel ist ident, also das ist ein normaler Schlachtschiff-Heel, ist nichts Besonderes. Und auch hier haben wir die Aufklärungsflugzeug- und Jägeroption wie bei der Marco Polo. Das hier ist mein Skillbild, vielleicht noch nicht ideal. Ich habe hier den Adrenalinrausch nicht mit und habe mir lieber hier den dritten Brand oder den vierten Brand erspart. Und was auch noch der Fall ist, ich habe einmal hier nicht die Hilfsbewaffnungsmodifikation eingesetzt, weil naja, minus 20% Sekundärartillerie-Nachladezeit ist schon geil. Muss man einfach sagen, wären 8 Sekunden, oder? Für die, ich weiß gar nicht mehr, was man nachdenkt. Ich glaube, weniger, nicht 8, 12 Sekunden müsste der Standard, nein, 10 Sekunden ist der Standard, also doch 8. Von daher wären dann 8 Sekunden Nachladezeit. Allerdings die 90er, die dann auch davon profitieren und mit 3,2 zu Buche schlagen. Danke, Gehirn. Schläge gegen die Stirn helfen vielleicht beim Denken. Zahlt sich irgendwie nicht aus für die 26er. Und die Hauptartillerie profitiert dann doch davon, weil wir bei der Marco Polo Stock, glaube ich, 36 haben. Und bei der Giuseppe Verdi haben wir 31. Mit dieser Verbesserung haben wir 27,3. Trotz der ungenaueren Geschütze, weil schlechteres Sigma, hoffentlich die richtige Investition. Das waren meine Vermutungen und auch die Stats, so wie sie sind. Und jetzt schicke ich auch in ein Gefecht, das die subjektive Art und Weise, wie ich dieses Schiff wahrgenommen habe, beschreibt. Und wenn euch World of Warships Content interessiert, dann zögert nicht, einen Daumen nach oben dazulassen, den Kanal zu empfehlen und auch ein Abo zu tätigen, denn das ist das Beste, was euch passieren kann. Und natürlich immer gleich zu Beginn, ich bin nicht der begnadendste Schlachtschifffahrer, das bedeutet nicht, dass ich es nicht gerne mache, aber das bedeutet, dass ich es nicht so oft mache, dass ich sehr, sehr gut darin wäre. Das muss man sich immer im Kopf behalten, wenn ihr mir zuseht, was Schlachtschiffe betrifft. Kreuzer und Tires ist meistens besser, Flugzeugträger, ja. Die Giuseppe Verdi. Ich glaube, jeder Junge hat früher gerne große Dinge bewegt, wie große Traktoren, große Laster und große Bagger. So ist es auch ähnlich bei der Giuseppe Verdi. Natürlich auch Frauen und Mädchen. Ne? Männer oder Jungen wollen immer große Dinge bewegen und deswegen werden sich wahrscheinlich auch viele die Giuseppe Verdi kaufen wollen. Ein kleiner Tipp von mir. Die Giuseppe Verdi bewegt sich identisch zur Marco Polo. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr auf meine Artikulation oder meine Wortwahl achtet, nennen wir es so. Das ist besser, weil meine Artikulation ist durch meinen Dialekt ein bisschen eingeschränkt. Ich sagte, bewegt sich. Bedeutet, ich kann das Ding gleich steuern, es wird gleich darauf reagieren. Noch ein bisschen knackiger wegen der besseren Ruderstellzeit, aber es dreht sich nicht schneller. Also der Wendekreisradius ist ident, die Verborgenheit ist ident, etc. Was aber komplett anders sein wird, ist, wohin ich dieses Schiff bewege. Eine Marco Polo mit SAP-Munition
Und ohne Smoke wird natürlich keinen Nahkampf suchen, weil es den Nahkampf nicht notwendig hat. Die Hauptartillerie wird das Gros des Schadens liefern, weil ansonsten kaum Schaden zur Verfügung steht oder Schadenspotenzial. Die SAP ist das Mittel zur Wahl und tatsächlich ist es auch bei der Giuseppe Verdi so. Nur, dass die SAP hier nicht in der Hauptartillerie sitzt, sondern in der Sekundärartillerie. Und deswegen eine kleine Bitte. Alle Leute, die sich die Giuseppe Verdi kaufen, können natürlich die Giuseppe Verdi auf Überlebenskillen, die Sekundärartillerie vernachlässigen und das Schiff einfach mit den Hauptgeschützen fahren. Aber Wargaming hat, und so stelle ich mir das hin und wieder in meiner kindlichen Fantasie vor, wenn man wie bei einem MMO zum Beispiel 12 Punkte zur Charakterentwicklung unter Anführungszeichen besitzt. Na, ein Punkt in Stärke, ein Punkt in Konzentration, 3 Punkte in Intelligenz, 2 in Charme etc. Wenn ich irgendwo Punkte reinstecke, dann fehlen sie mir auf anderer Seite. Und Wargaming balanced vielleicht die Schiffe nicht so, hoffe man nicht. Aber theoretisch wäre es ein adäquates System, um Schiffe auf derselben Stufe und derselben Klasse zu balancen, indem ich sage, ich gebe dem Ding 100 Punkte und dann setzen wir ein bisschen was rein. Hier hat Wargaming ein bisschen mehr in Sekundärartillerie reingesteckt, weil SAP-Munition kostet halt 5 Punkte und wenn ich nur HE reingepackt hätte, wären es nur 2. Die 3 Punkte, die fehlen mir aber dann natürlich woanders, vielleicht bei der Hauptartillerie oder bei einem besseren Heal. Deswegen, bitte, wenn ihr dieses Schiff spielt und Wargaming hat viele Punkte in die Sekundärartillerie reingesteckt und in die Möglichkeiten, die Sekundärartillerie zu nutzen, dann spielt es auch mit Sekundärartillerie. Ich warne euch gleich vor, das ist kein Schiff für Leute, die YOLO, Swag, Bing, Bang, Bung Sekundärartillerie einsetzen möchten. Nein, beim besten Willen nicht. Dafür habt ihr andere Schiffe, die neue Schlachtkreuzerlinie zum Beispiel. Das ist etwas für Leute, die Zeck einsetzen möchten, aber wissen, was sie tun. Weil. Und jetzt kommt das große Weil. Weil ich dieses Schiff nicht kaufen würde für 19.300 Dublonen. Das sind fast 100 Euro, wenn wir ein bisschen aufrunden, circa. Das ist sehr, sehr viel Geld für ein Schiff, das nicht hält, was es verspricht. Es gibt Hoch und Tiefs. Und die Tiefs sind ganz klar, ein Schlachtschiff macht das Gros des Schadens mit der Hauptartillerie. Den machen wir zwar schneller als bei Giuseppe Verdi, weil wir einen schnelleren Reload haben, schneller im Sinne von höherer Nachladezeit, aber nicht zuverlässiger, weil die Giuseppe Verdi 1,9 Sigma hat, wir haben 1,7. Das ist ein Unterschied, der durchaus ins Gewicht fällt. Und was noch ins Gewicht fällt, ist, wir haben nur normale HE und normale AP, keine SAP, die aus besseren Winkeln Schaden macht. Wir machen unseren Schaden theoretisch mit der Sekundärartillerie, die aber, obwohl sie lustig ist und den Vorteil hat, dass es SAP ist, leider viel zu ungenau ist. Etwas, was sie sich mit der Hauptartillerie teilt. Das ist das große Problem. Wir haben hier 427 Meter auf 7 Kilometer Zerstreuung. Und auf 10,5 Kilometer wird es nicht weniger, es wird mehr. Ja, das sind deutsche Verhältnisse und das können wir hier runterskillen mit dem Skill. Es ist schlechter als deutsche Verhältnisse. Wahrscheinlich haben die Deutschen 397 und sowas. Ja, jedenfalls, das macht die Kuh nicht dick. Das macht sie eher mager, weil sie beim Fressen alles verpasst. Das bedeutet, wir haben hier nicht nur 950 Meter pro Sekunde für die einzig relevante Artillerie von 152 mm, sodass wir, wenn wir zu nah rankommen, alles in die Bordwand hageln, wo die Penetration nicht passt und wir Non-Pens machen. Dann also quasi ideal ist, wenn wir auf 7 bis 10 Kilometer bleiben und nicht viel näher rankommen. Nein, wir haben ja auch noch die 90er Krüppelpen, die quasi kaum Schaden macht auf Schiffe, gegen die wir jetzt aktuell hier kämpfen. 26 mm auf 3 SAS, die findest du nicht, außer in einer Ritze, wenn du mit einer Lupe rangehst. Vielleicht hat ein Matrose den Hut verloren, da reicht die 26 mm Pen. Das ist das Problem. Die Ungenauigkeit und die Mündungsgeschwindigkeit und die fehlende Pen. Aber es gibt ein Ding, was das, was ich gerade aufgezählt habe, vielleicht noch wettmacht. Ja, vielleicht nicht wettmacht, ein bisschen abschwächt. Im Vergleich zu anderen Schiffen, wo wir nur mickrige Hai haben mit beschissener, muss man einfach so ausdrücken, mit beschissenem Alpha, haben wir hier SAP-Munition, die, wenn trifft, auch durchgängig Schaden macht, wenn die Penetration reicht. Und das guten Schaden. Und das werden wir jetzt im Laufe des Gefechts tatsächlich sehen. Ja, noch nicht, noch sind es 9 Treffer auf die Sekundärartillerie. Aber man muss sich immer ein bisschen Zeit lassen mit den Schiffen und nah rankommen, die Situation eruieren etc.
Jetzt werden wir, sobald die 152 mm schießt, und das macht sie halt alle 10 Sekunden, werden wir auch Schaden sehen. 19.892. Hier kommt ein 152 mm Treffer gleich. Das sieht man an den flacheren Flugbahnen. Moment, da müssten sie kommen. Ja, 2000, also waren 552, sind 700 Schaden gewesen, zum Beispiel. Wenn das in schnellerer Kadenz, weil besser getroffen kommt, bei Schiffen, wo vielleicht mehr Penetration möglich ist, ist es super. Das macht es unter Anführungszeichen wieder ein bisschen wett. Und der Smoke. Wenn der Smoke bedeutet, wenn jemand da wäre zum Scouten und in dieser unglücklichen Situation, wo das Team mehr schlecht als recht die grundlegenden Mechaniken des Spiels verstanden hat, quasi nur das Fahren und sonst nichts. Und ich weiß, dass ich dem Friedel gerade ein bisschen Breitseite zeige, aber er schaut nicht auf mich. Das habe ich schon gecheckt, der schaut auf die Drake. Dementsprechend ist das nicht so wild. Dann hätten wir das vielleicht auch mehr gewinnen können und ich hätte mehr Schaden machen können und ich hätte besser die Sekundärartillerie einsetzen können. Aber wenn man quasi alleine kämpft, dann stirbt man auch alleine. Lasst euch das gesagt sein und das ist nicht sehr geil. Ich sag's, in aller Klarheit werden wir uns hier das Gefecht gegen die Alsace, die uns zum Glück auch nicht sonderlich beachtet, ansehen. Dieses Schiff ist keine 19.300 Dublonen wert, wenn ihr auf Schiffe, auf Schlachtschiffe steht, die viel tanken können. Da gibt es andere Schiffe. Wir haben die 25 mm Schrägschwäche. Ansonsten ist es gut. Aber es gibt Schiffe, die haben das nicht. Dieses Schiff ist auch kein Schiff, das ihr auch zulegen solltet, wenn ihr Schlachtschiffe liebt, die mit der Hauptartillerie Schaden machen, aus vorher schon genannten Gründen. Und dieses Schiff ist auch kein Schiff, das ihr euch zulegen solltet, wenn ihr Sekundärartillerie-Schiffe mögt. Ja, das hört sich als wie ein vernichtendes Urteil an. Aber lasst es mich erklären. Wargaming hat sich quasi mit der deutschen Schlachtkreuzerlinie selbst kannibalisiert für alle Leute, die genaue Sekundärartillerie und genaue Hauptartillerie möchten. Und es gibt ein paar Dinge, die sind unbefriedigend und es gibt ein paar Dinge, die sind befriedigend. Unbefriedigend ist auf jeden Fall die Ungenauigkeit, um gegnerische Schiffe zu bestrafen. Das habt ihr in beiden Varianten, die ihr hier zur Verfügung habt, um Schaden zu machen. In der Hauptartillerie und in der Sekundärartillerie. Und genau das Gegenteil davon ist befriedigend. Und das habt ihr nun mal bei der Schliefen. Und ja, ich nenne jetzt bewusst die Schliefen, weil die Knecht-Ruprecht die schlechtere Version davon ist. Und wenn ich 9er fahre, kann ich auch 10er fahren. Und wenn ich 9er fahre, dann komme ich oft in ein 10er Gefecht und selten in ein Stufe 9 Gefecht zum Tier. Und hin und wieder in eine Stufe 10 bis 8 gefecht. Übrigens, das wäre die geniale Position und eine tolle Spielweise, wenn es nur einen noch geben würde, der mir die Friedrich der Große aufmachen würde. Und ach, wie geil wäre es, wenn ich nicht nur immer gegen deutsche Hydro-Schlachtschiffe kämpfen müsste, wenn ich in diesen Pott fahre. Naja. Ist natürlich etwas anderes. Deswegen genießen wir hier die Stille der Sekundärartillerie des gesamten Gefechts. Ja, genug genossen, auch wenn sie jetzt noch ein bisschen andauert. Was ich sagen will ist, ihr kauft dieses Schiff für 19.300 Dublonen oder Echtgeld im Shop, wenn ihr die Napoli lieben gelernt habt, aber zu oft mit ihr platzt. Ja, ein skurriler Grund. Die Napoli hat eine genauere Sekundärartillerie, nur auf 19,2 oder 19,5 ist ein Kreuzer. Da muss man nicht so viel Trefferpunkte so viel Kapitänspunkte reinstecken wie hier in dieses Schiff. Schaut, das hätte ich die ganze Zeit machen können. Schaut, wie der Schaden oben in die Höhe schnellt, langsam aber stetig, ne? Aber Hydro. Aber ist okay, was soll's, so ist es halt. Muss halt raus, das Ding, und geht auch raus, nur nicht von mir. Die Napoli ist ein schlechter gepanzertes Schiff mit genauer Sek, hat auch noch Torpedos. Ist natürlich ein Kreuzer, ich weiß. Und der Grund, wie schon erwähnt, ist skurril, aber die Giuseppe Verdi macht tatsächlich Spaß. Ich bin jetzt in dieser Release-Fassung und ich glaube, erst ab jetzt zählen die Stats auch rein und man kann sie sehen, ansonsten sind sie unsichtbar, weil sie nicht gezählt werden. Nur ein einziges Mal gefahren, aber in den verschiedenen Varianten der Entwicklung ich sie 9 Mal noch dazu gefahren oder 10 Mal, etwas in diese Richtung. Aber was ich dabei gesehen habe, ist, das Schiff ist etwas für alle Leute, die gerne Italiener fahren. Es ist etwas für Leute, die Schlachtschiffe auf Konfrontationskurs fahren, die sie gerne teamdienlich fahren, die eine Panzerung haben, die nicht so vulnerabel gegen Hai ist, die Sekundärartillerie Schlachtschiffe mögen und die damit klarkommen, dass Dinge passieren, wie nicht treffen. Dann ja. Warum ich hier übrigens abdrehe und nicht den kompetitiven Kurs suche, nennen wir es so, ist 8 km Torpedos der Dimitri Danske. Gar keinen Bock drauf. Und ich habe keine Hilfe.
Und irgendwas. Die Pommern schießen auch nicht drauf. Und schießen die eigentlich auf die Alsace? Nein, die schießt auch drauf. Oder? Ach, man weiß es nicht. Jedenfalls, das Ding muss raus, weil es mir einen Trippelbrand verpasst hat, weil ich zu dämlich war, um den einen Brand einfach löschen zu... Also, nicht zu löschen. Aber so ist es halt, ne? Dummheit kommt selten allein und niemand ist davor gefeit. Und wenn man glaubt, man ist zu intelligent, dann verfällt man der Hybris und macht dementsprechend Fehler. Immer aufpassen, ist angesagt. So, unser Team hat es leider geschafft, ziemlich schnell zu sterben. Ich hätte schlimmere Worte finden können, aber naja. Kommt halt hin und wieder vor, man muss das Beste daraus machen. 143.000 und 1,6 Millionen ist, glaube ich, okay. Wir haben ziemlich schnell die Konfrontation gesucht. Wir waren 3 gegen 3. Leider sind zu viele Schiffe zu schnell rausgegangen und wir haben jetzt hier quasi den Friedrich getötet, die Alsace getötet und die Donskoi getötet und der RD ist leider weggefahren. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Aufs Maul gekriegt hat man auf der anderen Seite und in der Mitte. Ist schwierig, ist schwierig. Nichtsdestotrotz holen wir uns noch das, was wir wollen, nämlich das Cap, wenn es geht, und mehr Schaden. Und natürlich wollen wir wieder ran. Wenn ihr die Möglichkeit habt als Tipp, nutzt die Smoke. Effektiver, ihr habt dreimal, ihr habt 60 Sekunden. Das ist ein mächtiges Instrument, um quasi nur die Sekundärartillerie feuern zu lassen. Leider, das muss man sagen, geht sie nur auf 10,5 in der Schliefen. Höhere Reichweite, genauer, Schaden durch Brände, aber auch kleines Kaliber. Aber es geht einfach nur über Schaden von Bränden. Keine Face-Killen da, habt ihr auch Spaß. Wie schon erwähnt. Spaß in der Giuseppe Verdi, ja, aber der Knackpunkt ist der Preis. Wäre dieses Schiff ein Kohleschiff, würde ich sagen, gut, vertretbar. Ein vielleicht nicht ganz stabiles Schiff für jedermann, aber ein Schiff, das, wenn gut gefahren, stabile Leistung abfragen kann, nennen wir es so. Ach Gott, wie gut hätte dem Schiff ein höheres Kaliber anstelle der 90er getan. Ach, wie gut hätte dem Schiff... Also, dass mehr Pen hat bei der SEC, ne? Wie gut hätte dem Schiff eine 311er Streuung auf 7 Kilometer, auf 6,95 Kilometer gestanden? Ah, das wäre so geil gewesen. Dann hätte man auch noch über 1,6er Sigma sprechen können in der Hauptartillerie. Das wäre es gewesen. Und wie gut hätte der italienischen Linie diese Art von Bewaffnung gestanden? 380 mm über die gesamte Reihe? Ausreichend. 26 bis 30 Sekunden Nachladezeit, unterschiedliche Stufe. Ausreichend. Eine 11,3 Kilometer reichende SAP-Munition in der Sekundärartillerie mit 311er Stock auf 7 Kilometer. Alter Schwede, auf 7,5 dann halt. Was wären das für Schlachtschiffe gewesen? Oh, wie geil wäre das gewesen. Italiener als Nahkampf-SAP-Schlachtschiffe. Ja, jetzt haben wir einen Versuch in der Giuseppe Verdi. Etwas, was mit 19.300 Dublonen schief gehen muss. Und hier kommt mein Problem. Ich wusste, dass die Pommern hydroakustische Suche hat. Aber ich habe gehofft, dass sie sie nicht mehr parat hat, weil leider noch die Fletcher war von uns. Und dass sie sie schon eingesetzt hat. Aber leider hat sie das nicht. Das hat meinen kompletten Plan zunichte gemacht, nämlich den Torpedos ausweichen zu können, weil sie nicht weiß, wo ich bin, dem Beschuss des Feindes zu entgehen und vielleicht nicht das letzte verdammte Schiff auf dieser Seite zu sein, die hier die Pomerellen aufmacht und ihr vielleicht so noch mit der Sekundärartillerie Schaden zufügen zu können. Aber Wargaming wollte es anders. Wargaming hat aber dafür gesorgt, dass ich 4 Schiffe erledige, 184.000 Schaden mache und 2,3 Millionen Damage mache. Also, ihr bekommt für 19.300 Dublonen ein Schiff, dessen Hauptartillerie und Sekundärartillerie nicht genau genug ist, aber es gut tanken kann, es relativ wendig ist zum Spielen auf Stufe 9, 860 Meter Wendekreis, Reiser 48 ist echt nicht schlecht. Die Ruderstellzeit ist jetzt nicht besonders. Consument ist am besten Willen nicht besonders. Aber es ist ein Schiff, das durchaus Spaß machen kann, wenn richtig gespielt. Wie schon erwähnt, das Schiff hat an und für sich keinen Fehler. Denn der Fehler entsteht durch die Einpreisung. Das Schiff ist balanced. Man kann damit viel Schaden machen, man kann damit Scheißschaden machen. Meistens wird man durchschnittlichen Schaden machen, je nach Gefecht, je nach Spieler. Ich habe wahrscheinlich hier... Ich habe sehr viel Glück gehabt, was das Gegnerteam betrifft und ich habe sehr viel Pech gehabt, was das eigene Team betrifft. Das macht dann einiges wieder gleicht sich da aus. Ne? Von daher, wir haben zweimal Schiffe mit Sekundärartillerie getötet. Ansonsten haben wir nicht viel gemacht, leider kein Kraken. Aber das Schiff an und für sich hat kein Problem.
Das Problem sind die 19.300 Dublonen und das ist eine Schuld, die Wargaming sich geleistet hat. Wäre das Team ein bisschen besser gewesen? Oh Gott, nein, 500 Punkten hier rein. Das Gegnerteam hat recht stabil noch gekämpft, also auf meiner Seite, aber anscheinend hat es genug Schaden gemacht, nur nicht an mir. 1200 sind auch nur 1800 bei einem Sieg, aber das gesamte Gefecht wäre anders gelaufen. Ich hätte noch mehr Schaden machen können, wenn das Gefecht nicht zu Ende gewesen wäre. Oder ich gefokust und rausgenommen worden wäre. 2 versus 1. Okay, 3 versus 1 schwierig, 4 versus 1 unmöglich. Teambewertung. Haben wir gesehen. Kommen wir zum interessanten Sekundärartillerie-Auswertungsscreen. 64.000 haben wir gemacht in 14 Minuten. Ich finde, das ist ein respektabler Wert mit 120.000 sonst noch. Ist ein Drittel. Immer wenn eine Sekundärartillerie 33% des Schadens macht, dann waren es für mich die Punkte wert. Für mich. Das wird sie, wie gesagt, nicht immer machen. Manchmal sind die Gefechte zu kurz, aber meistens soll sie auf ein Drittel kommen. Und oft, oder hin und wieder, soll sie auch auf mehr kommen, wenn möglich. Wäre die Chance gewesen, im Smoke Sekundärartillerie schießen zu lassen? Perfekt. Nehmt euch einen Smoke-Sklaven mit. Nehmt euch einen amerikanischen DD mit, der reinsmokt und dann scoutet in die Vision für euch, damit ihr, wie zum Beispiel bei einer, naja, soll man es sagen, Schliefen, wie bei einer ehemals Graf Zeppelin, bevor sie genervt worden ist, wie auch mit einer Napoli, wunderbar gearbeitet werden kann, wenn man Teamplay hat. Manche Schiffe sind echt gut mit Teamplay. Und ohne Teamplay sind sie halt viel schwieriger. Aber ihr seht, ein Schiff, das auf keinen Fall schlecht ist, ein Schiff, das auch nicht besonders gut ist, wenn man den Preis mit einberechnet. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Bin gespannt, was ihr in den Kommentaren dazu sagt und wir sehen uns dann wieder im Gefecht.